Manuelle Steuerung initiiert. Kälteschlaf beendet. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Arschlöcher. Schon. Das muss doch irgendwie aufgehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott! Fehler in Kryoanlage. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich unverzüglich. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Haben wir halt ernsthaft den Ehering geklaut? Alle tot. Ist schon komisch, dass es eigentlich, wie es aussieht, genauso viele Kapseln sind wie Leute, die hier sind. Naja, außer hier, hier ist eine Kapsel leer. Kryoanlage offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme. Offline. Kapsel 1 leer. Ups. Okay, ich dachte schon, wir wurden auch als verstorben eingetragen. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Gibt's eine Sache, die möchte ich eigentlich mitnehmen? Und zwar die hier. Wie erkennt die Anspielung? Das ist, für die, die es nicht wissen, Donkey Kong. Und ich sehe gerade in der Tonspur rechts bin ich wieder ein bisschen
leiser gepegelt worden, automatisch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht in der Aufnahme so. Ansonsten tut es mir leid, dass ich hier wieder relativ leise bin, denn ich wurde anscheinend runtergepegelt. Ja, auf jeden Fall möchte ich das hier jetzt nicht noch weiterspielen, ich wollte es nur mal zeigen. Das werden wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Wo sind alle? Alles, was noch übrig ist? Ort 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissentlichen Menschentestobjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender kardiopulmonaler und kognitiver Funktion betraut. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung, tut Vault-Tec-Techniker. Unter keinen Umständen darf der Schlafzustand unterbrochen werden. Dies schließt die Anwendung lebensrettender Maßnahmen ein. Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen, Insubordination oder vorzeitiges Aufwecken werden als Kapatale. Geht hier irgendwo weiter? Verstöße angesehen. Ungenutzte Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Solche Arschlöcher. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kyolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertrieb, während wir aufs grüne Licht warten. Evakuierungstunnel öffnen. Okay. Ich glaube, hier gibt's nichts Spannendes mehr. Denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach der... Unser Pip-Boy.
Ja, hier haben wir unseren Pip-Boy. Hier können wir nun alles sehen, wo wir uns befinden, wo wir sind. Hier gibt es auch ein Radio, das Inventar, Kleidung, Hilfsmittel. Wir haben hier schon 30 Impacts, das ist relativ gut. Die möchte ich aber noch nicht verwenden. Wir werden jetzt auf jeden Fall das aktivieren. Nein, ich glaube, wir wollen nichts mehr verändern. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Gibt's denn eigentlich auch noch was anderes als Vault-Tec? Das würde mich wohl echt interessieren. Wie geil das eigentlich gemacht ist, ne? Ich meine nicht, dass alles kaputt ist, aber wie sie das umgesetzt haben. So, die sind leer, ne? Ja. Das braucht man auf jeden Fall. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Ah, hier könnten wir quasi wieder runter. Das ist alles wichtig, das nehmen wir mit. Aber schnell müssen wir uns draufstellen. Nee, aber man geht's nicht wieder runter. Wir machen mal hier so einen kleinen Schnellspeichervorgang. So, mal nachladen und... Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich.
Wadsworth? Du bist noch da? Also, könnten andere auch noch am Leben sein? Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Prunkstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber sie wirken mitgenommen. Ihre Frau sollte sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist sie überhaupt? Drückt man es mal nett aus. Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Okay, wartet mal kurz. Ich sehe nämlich rechts in der Audiospur, dass ich wirklich ziemlich leise bin. Jetzt werde ich mal so machen. Oh ja, jetzt sieht jetzt wieder das Spiel hängt, das ist super. Wir gehen hier auf Aufnahmegeräte, dann gehe ich hier hin und pegel und schieb den mal hier weiter. Jetzt bin ich eigentlich wieder laut genug. Und jetzt sollte das ein bisschen besser laufen. Dann können wir hier weiter. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man denkt. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnt. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Ja, tut mir schon ein bisschen leid. Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Danke, Cotsworth. Gern geschehen. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Okay, geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Ich glaube zwar weniger, dass wir meine Frau noch finden werden, nachdem wir wissen, was mit ihr passiert ist. Haben wir den Ehering hier equipped? Wir haben aber 2 Eheringe. Ich lasse den an. Da können wir uns jetzt anhören. We're number one.
cemetery. This is going down in history. If you wanna be a villain number one, you have to chase a superhero on the run. Just follow my moves and sneak around. Be careful not to make a sound. Shh. No, don't touch me. Now watch and learn. Here's the deal. You slip and